würde gerne ein paar Anmerkungen machen zur Art und Weise, wie Tagung zustande gekommen ist und auch eine Unterscheidung vorschlagen heute Abend im Vorlauf. Wir wollten ursprünglich eine Tagung machen, ursprünglich zum lebenskundlichen Unterricht in der Bundeswehr, weil seit 2009 eine neue Dienstvorschrift herausgekommen ist, die diesen Unterricht für andere Lehrkräfte, das heißt für nichtchristliche Lehrkräfte, öffnen soll. Also ursprünglich allein zum lebenskundlichen Unterricht. Wir wollten jemanden auch haben von der Militärseelsorge, der evangelischen oder katholischen Militärseelsorge, die diesen Unterricht machen und uns mit ihrer Expertise hier vielleicht berichten können. Die evangelische Militärseelsorge hat nach längerer Zeit abgesagt, haben sehr lange damit gezögert, dann haben sie abgesagt. Ich glaube, da war eindeutig, sie wollten das nicht. Und zwei Monate vorher hat dann auch noch das Zentrum für innere Führung der Bundeswehr abgesagt, wie ich meine, glaubhaft mit Gründen, dass da andere Dinge gerade auf der politischen Tagesordnung stehen. Das Zentrum für innere Führung ist auf jeden Fall interessierter an einer Zusammenarbeit mit organisierten Humanismus, scheint es mir, als die evangelische Militärseelsorge. Was ich auch nicht organisieren ließ, dann leider war ein politisches Podium. Wir hatten überlegt, ein politisches Podium zu machen mit den Parteien des Bundestages. Das ließ sich nicht realisieren, weil die Parteien so kurz nach der Wahl anderes zu tun haben. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass SPD, Grün und Linke in der letzten Legislaturperiode Anträge und Anfragen in Richtung einer politischen Öffnung des lebenskundlichen Unterrichts in der Bundeswehr durchaus gestellt haben. Also obwohl das natürlich jetzt politisch nicht das Megathema ist, in keiner Partei sicherlich, Anträge und Anfragen gab es von diesen Parteien in diese Richtung. Nun, das war also ein unerquicklicher Vorlauf. Diese Tagung wurde aber 2010 schon einmal abgesagt und wir haben uns dann entschlossen, sie diesmal trotz aller Schwierigkeiten zu realisieren, auch damit die Debatte in dieser Sache vorankommt und damit der HVD auch in dieser Sache vorankommt. Daher auch die neue Konzeption ist eine Erweiterung auf humanistische Soldatenberatung. Jetzt haben wir zwei Themen. Humanistischer Lebenskundeunterricht in der Bundeswehr und humanistische Soldatenberatung. Man kann das sehr gut zusammen behandeln auf einer Tagung, das ist gar kein Problem, aber ich würde vorschlagen, die beiden doch sauber auseinanderzuhalten. Dazu möchte ich eine Vorbemerkung machen. Denn der lebenskundliche Unterricht, so wie wir ihn kennen, beispielsweise hier aus Berlin und Brandenburg vom HVD, ist Weltanschauungsunterricht. Der LKU, der Bundeswehr, ist das explizit nicht. Ich verzichte jetzt hier auf weitere Spekulationen, wie der Begriff Lebenskunde überhaupt 1959 zur Bundeswehr gekommen ist. Da kann man trefflich drüber spekulieren. Ich möchte nur einige Unterscheidungen vorstellen, die vielleicht die Debatte dann auch ein bisschen strukturieren können. Humanistische Soldatenberatung hat einen anderen Adressaten als lebenskundlicher Unterricht. Die humanistische Soldatenberatung richtet sich an einzelne, konfessionsfreie Soldaten. Der lebenskundliche Unterricht richtet sich aber an größere Gruppen von Soldaten unterschiedlichster Weltanschauung. Die beiden Ebenen haben auch eine unterschiedliche Rechtsgrundlage. Die humanistische Soldatenberatung beruht letztlich auf dem § 36 des Soldatengesetzes zur Seelsorge. Das heißt, dass die Soldaten die Möglichkeit haben müssen der freien Religionsausübung. Der lebenskundliche Unterricht hingegen beruht da auf der Dienstvorschrift 10.4 des Bundesministeriums der Verteidigung. Der humanistische Berater hat eine andere Funktion als der Mensch, der lebenskundlichen Unterricht macht. Auch das muss man sich klar machen. Für die humanistische, wenn der HVD humanistische Soldatenberatung macht, dann hat der Berater die Funktion, er ist Weltanschauungsvertreter und Verbandsvertreter. Im lebenskundlichen Unterricht ist er das nicht. Jedenfalls so, wie es die Dienstvorschrift vorsieht, ist er das nicht. Sondern er ist dort Lehrkraft für Berufsethik. Das führt auch zu einer Unterscheidung in der Haltung. Während in der humanistischen Soldatenberatung eindeutig eine humanistische Weltanschauung vertreten wird,
ist im lebenskundlichen Unterricht eigentlich gefordert Multiperspektivität. Das heißt, man kann dort die eigene weltanschauliche Gebundenheit offenlegen, ist dann aber dazu aufgerufen, pluralistischen Unterricht zu machen. Auch die Inhalte sind unterschiedlich. In der humanistischen Soldatenberatung würde es gehen um Fragen, Sorgen und Probleme des jeweiligen einzelnen Soldaten. Im lebenskundlichen Unterricht jedoch um themengemäß Lehrplan. Es gibt einen festen Lehrplan, ich werde ihn morgen auch vorstellen. Und die Themen werden ausgewählt, und zwar nicht von den Soldaten, sondern von den Militärgeistlichen. Auch die Funktion der beiden Ebenen ist völlig unterschiedlich. In der humanistischen Soldatenberatung würde es darum gehen, den jeweiligen Soldaten persönlich zu unterstützen. Und im lebenskundlichen Unterricht, der ist definiert als eine berufsethische Qualifizierung. Und ein letzter entscheidender Punkt, wenn man sich die Dienstvorschrift anguckt, findet man dort auch unterschiedliche Stellungnahmen in Bezug auf die Frage der pluralistischen Öffnung. Was die humanistische Soldatenberatung anbelangt, was steht drin, dass die Beratung oder die Seelsorge der Soldaten soll allein bei der christlichen Militärseelsorge bleiben. Da ist überhaupt keine Öffnung vorgesehen. Und beim lebenskundlichen Unterricht ist eine Öffnung für andere Lehrkräfte vorgesehen. Entschuldigung nochmal. Wo ist das vorgesehen, dass die Beratung nur bei den christlichen Kirchen bleibt? In der, im Anhang der Dienstvorschrift 10.4 über den lebenskundlichen Unterricht ist nach der dreijährigen Probephase ein Zusatz gemacht worden, der es in der ersten Fassung nicht gab. Und in diesem Zusatz steht drin, sozusagen nach dem Motto, Achtung, Achtung, aber die christliche Militärseelsorge soll, die Militärseelsorge soll allein bei der christlichen Militärseelsorge verbleiben. Also diese Idee, Öffnung für andere Lehrkräfte, gilt nur für den lebenskundlichen Unterricht, wenn man diese Dienstvorschrift beim Wort nimmt. Gut, ich habe versucht, das zu unterscheiden, weil es zwar unterschiedliche Ebenen sind, auch zwar unterschiedliche Herangehensweisen. Meines Erachtens sollte sich der humanistische Verband aber in beide Richtungen politisch engagieren und hierzu versucht diese Tagung einige Sondierungen. In Bezug auf den lebenskundlichen Unterricht hören und diskutieren wir morgen, wie ein weltanschaulicher Pluralismus im lebenskundlichen Unterricht bei der Bundeswehr realisiert werden kann. Und wir hören und diskutieren morgen, wie er von einer humanistisch orientierten Lehrkraft realisiert werden könnte. Und in Bezug auf die humanistische Soldatenberatung streiten wir morgen über das Pro und Contra einer Beteiligung durch den organisierten Humanismus. Ein Streit, jetzt komme ich zu unserem Gast aus Belgien endlich, ein Streit und eine Diskussion, die es, so hat mir Herr von Pamel erzählt, die Referentin des heutigen Abends, die es auch in Belgien gegeben hat, diesen Streit und diese Diskussion und auch noch gibt. Dort allerdings gibt es seit einigen Jahren eine humanistische Soldatenberatung.